Hallo Leute, am 27.06.2020. Ich bin wieder aus dem Spital zurück. Ich war ja wegen einer Nierenbeckenentzündung 5 Tage oder fast 6 Tage im Spital. Und muss sagen, es geht mir besser. Ich habe zwar noch immer Nierenschmerzen, aber ich habe jetzt 5 Tage Antibiotikum bekommen, dreimal am Tag. Und die Werte sind besser. Und die Schmerzen sind auch besser. Aber ich muss sagen, dass ich mit der Station, wo ich war, nicht zufrieden bin, weil ich an einem Tag sogar 4 Personen gesagt habe, dass ich Schmerzen habe und dass ich gelitten ein Schmerzmittel hätte und nichts bekommen habe. Und das war nicht nur einmal so, sondern mehrfach. Obwohl sie die ganze Zeit zu meinen Zimmerkollegen gesagt haben, wenn sie Schmerzen haben, sollen sie läuten. Und dann bekommen sie auch was. Aber mich haben sie richtig leiden lassen. Und in dem Sinn waren alle nett, aber es wurde sich halt nicht viel geschissen darum, dass ich Schmerzen habe. Und das hat mich schon sehr gestört. Und deswegen bin ich froh, dass ich jetzt wieder zu Hause bin. Ich habe 2-mal am Tag Morphine bekommen, die ich immer nehme gegen meine Magenschmerzen. Die haben auch geholfen, aber mehr habe ich nicht bekommen und auch nur ab und zu was. Also die ersten 2 Tage schon, aber dann nicht mehr wirklich. Nur auf mehrmaliges Bestehen darauf, dass ich was brauche. Und irgendwann habe ich dann auch aufgegeben, nachzufragen. Und ich finde, man hat mich nicht unbedingt gut behandelt, was das Schmerzmanagement angeht. Aber die Leute waren sonst recht nett. Darüber kann ich mich nicht beschweren. Aber ich habe halt, was das Schmerzmanagement angeht, schon ganz andere Erfahrungen gemacht. Auf der Palliativ oder so. Dass ich halt regelmäßig Schmerzmittel bekomme, wenn ich schon eine Nierenbeckenentzündung habe. Und eine Nierenbeckenentzündung tut wirklich weh. Sehr weh und es tut auch heute noch weh, aber ich habe es einfach nicht mehr länger im Krankenhaus ausgehalten, weil das ständige Betteln um Schmerzmittel und dann nichts bekommen, das ist mir am Nerv gegangen und ich fühle mich auch besser. Ich bin etwas gekränkt, dass sich um andere Leute so gut gekümmert wurde und um mich beim Schmerzmanagement so schlecht, weil ich weiß, dass es auch anders geht, aber es kommt immer darauf an, wer gerade anwesend ist und wie derjenige zu Schmerzmitteln eingestellt ist. Aber ja, heute war Sonja da, es war ein schöner Tag, wir haben bis zu 30 Grad gehabt. Wir waren nicht draußen, weil ich dadurch zu schubgefährdet bin. Aber es war trotzdem ein schöner Tag. Wir haben meine Nägel neu gemacht und viel gelacht und getratscht und so. Geraucht und Kaffee getrunken. Und ich bin froh, dass ich wieder zu Hause bin. Bei meinen Eltern und bei meinem Hund. Und dass Sonja und Claudia wieder regelmäßig kommen können. Weil es jetzt durch Corona gab es 2 Stunden Besuchszeit am Tag von einer Person maximal. Und das ist schon sehr eingeschränkt. Das ist einerseits gut für die Station und zum Erholen, aber andererseits ist es doch sehr langweilig, wenn nur eine Person kommen darf und nur 2 Stunden.
Aber besser halt gar nichts. Meine Haare wurden jetzt eine Woche nicht gewaschen, richtig. Es haben zwar immer wieder Pfleger versucht, aber die sind Frauenhaare nicht gewöhnt. Und deswegen sehen meine Haare so aus, wie sie aussehen. Ungewaschen. Es geht eigentlich noch halbwegs okay. Zweimal haben sie es versucht, aber halt sehr hilflos und sehr, sehr, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, ja. Nicht unbedingt kompetent. Aber zweimal war ich duschen, also dreimal. Und zweimal haben Haare gewaschen. Und den Rest der Zeit wurde ich im Bett gewaschen, weil ich wirklich sehr müde war durch die Sepsis. Und ja, so bin ich mit der Pflege zufrieden, also mit der Körperpflege und so, aber das Schmerzmanagement hätte besser laufen können. Morgen ist Sonntag, übermorgen am Montag kommt wieder Claudia. Am Dienstag kommt Claudia und Sonja. Am Mittwoch bin ich bei Kerstin. Und sonst gibt's nicht viel. Die Woche ist schnell vergangen eigentlich. Ich bin froh, dass ich wieder zu Hause bin. Mir ging's auch psychisch nicht so gut. Zwischendurch. Durch den Abstand von meinen Eltern und die kurze Besuchszeit war ich doch sehr eingeschränkt und auch mit dem Rauchen gehen und so. 2 Stunden sind da fast gar nichts. Aber naja, das ist im Großen und Ganzen alles, was ich euch erzählen kann von der Woche. Ich konnte mich zwischendurch nicht melden, weil ich im Vierbettzimmer war. Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Eure Ines.